Herzlich willkommen beim 4D-Aktiencheck. In diesem Video erkläre ich Ihnen, was hinter dem 4D-Aktiencheck steht und wie ich ihn entwickelt habe. Denn der 4D-Aktiencheck ist eine Aktienanalyse. 4D steht für vier Dimensionen, den ich seit 2008 entwickelt habe, verfeinert habe und wende den an bei der Aktienauswahl. Ich habe zwei Anlagezertifikate, den 4D Asset Oscillator und einen weiteren, wo ich Aktien aussuche, mit diesem 4D-Aktiencheck Aktien analysiere, die dann zur Auswahl kommen. Allerdings wende ich diesen 4D-Aktiencheck auch bei der Fondsanalyse in der Vermögensverwaltung vor. Und was dahinter steht, erfahren Sie gleich nach dem Intro. Ich wünsche Ihnen viel Information, hoffe, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Alles gleich nach dem Intro. Aktiencheck steht für die vier Dimensionen Vergangenheit, Gegenwart, Erwartung und bessere Zukunft. Und diese einzelnen Dimensionen finden in der Aktienanalyse statt. Die erste Dimension ist die Analyse der Vergangenheit. Hier wird natürlich einmal eine technische Analyse angewandt, das heißt, der Kursverlauf wird angeguckt, aber auch die Gewinnhistorie im Unternehmen, die Entwicklung der Vermögenswerte, Umsatzhistorie und auch, wie sich die Dividenden in der Vergangenheit entwickelt haben. Ganz wichtige, sage ich mal, Indikatoren, wie es dann zukünftig weitergehen kann. Diese Aktienanalyse wende ich auch bei Fonds an, wie gesagt, und wir werden am Schluss des Videos auch dann ein Beispiel uns ansehen. Die nächste Dimension ist die Gegenwart. Das heißt, hier wird genau betrachtet, ob die einzelne Aktie oder das Aktien-ETF oder der Fonds, das kann man da genauso machen, wie die aktuelle Bewertung ist. Anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, im Verhältnis mit dem Zins muss man das natürlich immer sehen, am Kurs-Buchwert-Verhältnis, also wie viel zahle ich gerade für die Vermögenswerte, was zahle ich für die Gewinne, aber auch die Eigenkapitalquote, solche Werte wird betrachtet, wie im Moment das Unternehmen gegenwärtig dasteht oder eben ein ganzer Markt. Dann kommt natürlich als nächstes die Zukunft oder die Prognose. Was erwarte ich denn jetzt? Also hier finden natürlich die Wachstumsprognosen Ansatz. Was sagen die Unternehmen von ihren Zahlen? Wie werden sie wachsen? Wie werden die Gewinne prognostiziert? Wie werden die, aber auch die Branchen? Wie steht die Branche da? Hat die überhaupt noch eine Zukunft oder nicht? Das spielt hier alles in der dritten Dimension eine Rolle. Aber natürlich auch aus der Charttechnik kann man ableiten, was wird denn hier weiter erwartet? Habe ich hier einen Aufwärtstrend, habe ich einen Abwärtstrend, habe ich einen Seitwärtstrend? Wo sind die Unterstützungslinien und? Schauen wir uns ja auch gleich an. Und die vierte Dimension, das ist was sehr, sehr Individuelles. Ich finde es wichtig, wenn ich Aktien oder ETFs oder Fonds aussuche, dass hier Aktien drin sind, die für eine bessere Zukunft stehen. Also hier spielen Nachhaltigkeitsrating eine Rolle, der Einfluss aufs Klima, auf die Umwelt, aber auch soziale Aspekte und besonders natürlich auch die Innovationskraft spielt hier eine Rolle. Und das gehört zusammen mit der dritten Dimension in die Zukunft. Also das wird auch nochmal geguckt, das ist aber eine sehr persönliche Sache, auch das ist meine Meinung. Und die findet hier in der vierten Dimension statt. Ich wende das an bei der Aktienauswahl. Ich habe ja verschiedene Zertifikate aufgelegt an der Stuttgarter Börse, wo ich Einzelaktien, aber auch ETFs aussuche. Hier zum Beispiel jetzt Sell in May Euroland. Also ich bin spezialisiert auf Saisonalitäten. Die Aktienanalyse ist aber auch für Buy-and-Hold-Strategien ganz gut. Wie Sie sehen hier, das Anlagezertifikat ist deutlich besser gelaufen als DAX und Eurostoxx. Nur so nebenbei. Und zur Portfoliogestaltung, hier setze ich dann eben die 4D-Aktienanalyse ein. Und jetzt wollen wir gleich mal an einem Beispiel sehen, wie das aussieht. Als Beispiel nehme ich mal SAP, das größte Unternehmen im DAX, und schauen wir zuerst mal die Vergangenheit anhand der technischen Analyse statt. Also diese vier Dimensionen sind keine Schritte, sondern die werden so gleichzeitig so nacheinander und mehr oder weniger schon nacheinander, aber so im Kontext zusammen abgearbeitet. Und wenn ich hier mir die Vergangenheit angucke, dann sind immer ganz wichtige Linien, wie hat es im Jahresstart angefangen, weil Portfolio-Manager und Vermögensverwalter, die SAP halten, die werden diese Linie ganz genau angucken. Und wenn SAP unter diese Linie oder an die Linie kommen würde, dann würden Vermögensverwalter eventuell verkaufen, weil ihr Risikopuffer sinkt. Jetzt ist aber der Abstand recht groß, also seit Jahresanfang
27% plus, dann wird man sagen, okay, hier habe ich viel Puffer, also jetzt ist im Moment keine Gefahr, dass jetzt irgendjemand verkaufen muss, weil irgendwelche Risikopuffer aufgebraucht sind. Okay, dann haben wir die nächste Linie, die 200-Tage-Linie. Die ist erstens mal sehr schön im Aufwärtstrend. Das heißt, SAP hat zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das Video mache, einen Aufwärtstrend hinter sich gelegt. Das heißt, da würde man auch, sage ich mal, für die Zukunft prognostizieren, okay, der Aufwärtstrend ist gesund, also es wird wohl weiter so gehen. Also deswegen macht man diese technische Analyse. Nicht nur, weil es so schön ist, die Vergangenheit zu kennen, sondern man will natürlich auch extrapolieren in die Zukunft, was immer sehr schwierig ist. Aber das ist ja auch nur ein Teil, die Vergangenheit. Dann haben wir hier eben die roten Linien sind die Gefahr. Das heißt, wenn der Kurs hier runtersausen sollte, dann wird es gefährlich. Aber hier ist ein großer Abstand. Den können wir auch gleich noch ausmessen zur 200-Tage-Linie. Der Abstand ist ziemlich wichtig, weil es viele technische Systeme gibt, die verkaufen, wenn die 200-Tage-Linie durchbrochen wird vom Kurs. 15,9% Abstand, das ist super. Also auch hier würde man sagen, das kann so weitergehen, das sieht gut aus. Und dann haben wir noch zwei Unterstützungslinien, nämlich die letzten Tiefpunkte. Das sind grüne Linien, das heißt, sollte der Kurs hier nochmal runtergehen bis hier, dann gibt es Unterstützung. Dann hier wissen wir aus der kurzen Vergangenheit, dass hier Anleger reinkommen und wieder investieren. Also so würde man jetzt die Vergangenheit von einer Aktie oder auch einem ETF, einem ganzen Markt oder einem Fonds analysieren. Also in dem Fall wäre hier die Historie ganz gut. Man kann auch mal maximal angucken und schauen, wie ist es denn insgesamt gelaufen. Okay, ja, das sieht ja super gut aus. Also allerdings auch sehr schwankend. Da kann man gleich mal das Risiko ein bisschen abpassen. Und so steil, wie das hier hochgeht, wird man fast sagen, okay, da wird dann mal auch wieder vielleicht doch der ein oder andere verkaufen und kommt wieder ein bisschen Ruhemarkt. Das ist schon sehr, sehr steil hier. Das ist so die erste Vergangenheit, die erste Dimension, die hier angewandt wird. Und die weitere erste Dimension ist natürlich auch, indem ich mir angucke, wie haben sich denn die Gewinne entwickelt. Hier habe ich die Gewinne pro Aktie. Ja, das fängt hier bei 3 an, 3, 3, 6, 3, 4, dann ging es mal zurück auf 2, 7, 8, dann wieder auf 4, 3, 5 hoch. Ja, also ein großer Schritt. Deswegen kann man diesen Schritt nach unten hier sicher verzeihen. Dann nochmal eine Steigerung, 4, 4, 6, dann aber ein starker Einbruch, 1,95 des Gewinns. Dann wieder ein großer Fortschritt in 2023, 5,26. So, also man sieht, das Unternehmen ist im Wachstum, also ich habe hier ein Wachstum, es ist leider nicht ganz so kontinuierlich, wie wir das erwarten, aber in dieser Branche ist das auch nichts Ungewöhnliches. Ja, da geht es mal schnell zurück und dann kommt wieder ein Aufschwung. Ne? 2020 war sicher Corona-Effekt bei SAP, dann hier enormes Wachstum, aber jetzt hier in 2023. Und hier haben wir jetzt mit diesem E, das ist die Erwartung, das ist hier die dritte Dimension, die ich hier gleich anwenden kann. Also in 24 wird wohl ein leichter Rückschritt erwartet, aber in 25 wird fast eine Verdopplung, 91% plus im Gewinn erwartet. Und dazu muss man wissen, das ist eine Erwartung, das ist eine Prognose, die das Unternehmen abgibt. Das wird unglaublich stark abgestraft, wenn diese Prognose nicht eingehalten wird. Also wenn die Prognose nicht stimmt, selbst wenn die zu gut ist, ja, wenn hier 90% Gewinn und es sind dann 80% Gewinn, dann wird der Kurs tatsächlich fallen. Also deswegen die Prognosen, die die Unternehmen abgeben, sind in der Regel sehr vorsichtig, aber auch in einem realistischen Maß, also nicht zu brav, weil dann kauft auch wieder keiner die Aktie. Insofern kann man hier schon davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren hier zukünftig Gewinne wachsen werden. Und das ist natürlich das ganz Interessante. Hier auch kann man sich die Dividende angucken und analysieren auf vergangene Entwicklung und zukünftige. Das interessiert uns jetzt bei diesem Titel nicht so, denn hier schiel ich eher aufs Wachstum und nicht auf die Dividende. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dividendentitel suche und ich will jetzt eine Aktie oder ein ETF oder einen Fonds, der mir viel Dividende zahlt, dann würde ich hier mir die Entwicklung ganz, ganz genau angucken. Machen wir jetzt nicht. Dann natürlich die Kurs-Buchwert-Verhältnisse hier, das finde ich auch immer wichtig. Also was zahle ich für die Vermögenswerte? Das ist so im normalen Bereich. Ist mal ein bisschen teurer, dann günstiger, dann wieder teurer. Also das ist jetzt sicher keine billige Aktie, das ist eher eine teure Aktie. Aber
anhand des Wachstums ganz gut. Dann bin ich jetzt ganz kurz in der dritten Dimension, in der zweiten Dimension der Gegenwart. Das heißt, wie sieht es heute aus? 62% Eigenkapitalquote Ende 2023 und eine Eigenkapitalrendite von 8. Das ist gut, das sind gute Zahlen. Also auch die Gegenwart, muss man sagen, das Unternehmen steht gut da, braucht man nicht drüber reden, das ist klar. Aber man muss auch sehen, wenn ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis anschaue, 23 mit 26, ist das Unternehmen fair bewertet. Also wir haben zum Beispiel im S&P 500 Softwareunternehmen, die Ähnliches machen, die haben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40, 50 oder gar 60 oder 80 Wachstumswerte. Und hier habe ich praktisch ist sicher kein billig, ist kein Schnäppchen, keine Frage, mit einem KGV von 26. Also da würde ich eher von KGV 10, 14, 15, das sind so günstige Aktien oder unter 10 sowieso. Also es ist nicht super günstig, aber es ist fair bewertet im Moment. Man muss ja auch den Zins dazu sehen. Und ja, da haben wir jetzt schon ein paar Dimensionen anhand der Bilanzzahlen angeguckt. Und was wir uns als nächstes angucken, ist jetzt das Unternehmen. Das heißt, da kommen die anderen Dimensionen dazu, nämlich die vierte Dimension. Zukunftsträchtig hat SAP eine gute Zukunft vor sich. Und dann schauen wir mal, was machen die denn eigentlich SAP? Also das können Sie sich durchlesen. Wir wissen alle, was SAP machen. Die machen Softwaresysteme, CRM-Software, Lagerhaltung und so weiter. Und das Ziel ist, dass Unternehmen rentabler, fortschrittlicher und nachhaltiger arbeiten können. Also Thema Nachhaltigkeit ist bei SAP auch ein großes Thema. Und wenn wir mal rüber gucken auf die SAP-Seite, dann sehen wir, dass da eigentlich alle Branchen nutzen SAP-Systeme. Ja, sonst wären die ja nicht die größten im DAX. Und ein guter Freund von mir arbeitet in diesem Bereich und er sagt, als kleiner Unternehmer, Mittelständler hat man es schwer, weil viele zahlen lieber das Doppelte für SAP, weil das einfach der Marktführer ist, als sogar mehr Leistung zu bekommen für einen halben Preis. Also das ist einfach so. Ne? Der Platzhirsch oder das bekannte Unternehmen hat es einfacher, weil es eine ganze Industrie gibt, Unternehmen, die sich auf SAP-Lösungen spezialisiert haben und Schulungen machen. Also das ist ein Riesending, was da hinten dran steckt. Und wir sehen sämtliche Branchen, Öl und Gas ist dabei, Reise, Transport, Telekommunikation, Versorgungswirtschaft, Versicherungen, Hochschulen, Behörden sind dabei, also die kompletten Branchen. Insofern würde ich mal sagen, dass SAP ja, auf jeden Fall nachhaltig ist. Ich weiß, dass sie auch ein gutes System haben für ihre Mitarbeiter, also sozial sehr engagiert sind. Also das würde ich mal sagen, wird die vierte Dimension auch bestehen. Genau, und so können Sie sich das vorstellen. So findet Ihr 4D-Aktiencheck findet so statt und so werden Aktien dann bewertet. Sie finden im Anhang eine Liste von dem Portfolio von allen Aktien, die ich im 4D Asset Oscillator ausgewählt habe. Hier gibt es überall 4D-Aktiencheck-Analysen der Aktiengesellschaften. Vielleicht ist da was dabei, was Sie interessiert. Wenn Sie eine Aktie wollen, dass ich die für Sie untersuche nach dem 4D-Aktiencheck, schreiben Sie es in den Kommentar, dann mache ich das bei Gelegenheit. Ansonsten hoffe ich, dass Ihnen das hilfreich geworden ist, das Video, und dass Sie das anwenden können. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ihr Thomas Hubsch.